So, und willkommen zurück zu Let's Play Again Sherlock Holmes, der Jack the Ripper. Ja, die Tür ging doch wieder auf wie beim letzten Mal. Der Nagelkopf musste ungefähr zwischen den beiden Schlössern stecken, zwischen den zwei Riegeln. Ja, und jetzt sind wir bei Squibby. Der hier ist. Hallo. Penis. Und wer sind Sie? Ich bin gekommen, weil ich mit Ihnen über Tumblety reden will. Sie wollen mich umbringen, nicht wahr? Natürlich nicht. Jemand, den Sie kennen, hat mich geschickt. Er meinte, Sie hätten brisante Informationen über diesen Amerikaner. Als Gegenleistung sei die Kajak-Sache für ihn erledigt. Sie sind nicht von der Straße. Sie sind ein Bulle, der mich hinters Licht führen will. Ganz und gar nicht. Also, reden Sie mit mir? Keine Chance. Von mir erfahren Sie gar nichts und auf Blutung muss ich auch nicht hören. Ich stecke bis über beide Ohren in Schwierigkeiten und die Bullen werden mich nicht für den Rest meines Lebens hier behalten. Sie wollen damit sagen, dass Sie freiwillig hier sind? Verdammt richtig. Draußen erwartet mich der Tod. Die Leute hätten mich fast gelyncht, weil man mir den Mord an diesen armen Frauen anhängt. Die wurden abgeschlachtet wie Tiere. Die Polizei hat mich zu meiner eigenen Sicherheit hier eingesperrt. Das war, nachdem ich mit diesem Journalisten aneinander geraten bin. Journalist? Er hat meine Fäuste zu spüren bekommen, weil er mir ein paar blöd gekommen ist. Er hat mir dann damit gedroht, dass ich eines Tages dafür büßen werde. Und dieser Tag ist gekommen. Er hat gesagt, er würde ein Telegramm an die Presse aufgeben und mich darin anschwärzen. Mit meiner Beschreibung, meinen Tätowierungen und so weiter, wurde ich zur gleichen Zeit festgenommen, wie die Polizei verkündet hat, dass der Whitechapel-Mörder gefasst wurde. Während er auf den richtigen Moment wartet, um sein Telegramm aufzugeben, verbreitet er schon das Gerücht und die Straßen sind für mich nicht mehr sicher. Ich verstehe. Hören Sie, wenn ich diesen Journalisten finde und dazu bringe, mir zu versichern, dass er kein Wort über Sie schreiben wird, werden Sie mir dann alles verraten, was Sie über Tumblety wissen? Außerdem werde ich Ihnen Geld geben, damit Sie aus London verschwinden können. Sie wissen, wie man mit Leuten von der Straße Geschäfte macht. Einverstanden. Wie heißt dieser Journalist? Bulling. Tom Bulling. Tom Bulling? Der Name sagt mir etwas. Ist das nicht zufällig der Journalist, den Watson im Wespennest getroffen hat? Was? Ach, nichts. Ich habe nur laut gedacht. Gut, ich gehe, Squibby. Da haben Sie recht. Ist nicht gesund hier drin. Hey, aber was haben Sie hier zu suchen? Scheren Sie sich fort, und zwar schnell, bevor ich Sie festnehme. Auf ins Wespennest. Wer hat hier die Dudelmusik wieder laufen? Auf ins Wespennest. Nein. Wenn Bluto mich sieht, könnte das sehr gefährlich werden. Ich muss in die Baker Street und mich... Sehr schön. Guten Abend. Ihnen winkt ein stattliches Trinkgeld, wenn Sie mir sagen können, ob Sie hier vor kurzem einen Journalisten gesehen haben. Ja, Sir. Dieser Mann ist eine verdammte Nervensäge und obendrein ein Flegel. Er hat mich aufs Übelste beschimpft, weil ich angeblich sein Buch bekleckert hätte. Dabei war er es selbst. Er hat so gezittert, dass er ziemlich viel Bier drüber geschüttet hat. Buch. Er hat ein Buch gelesen? Pah, kein richtiges Buch. Eher einen Groschenroman. Er hat es liegen lassen und ich habe es zum Verfeuern in den Müll geworfen. Nein. Da müsste es immer noch sein, wenn es nicht schon im Ofen gelandet ist. Auf Wiedersehen, Miss. Immer zu Diensten, mein Herr. Spring Heel Jack, ja, ja. Spring Heel Jack. Eine fiktive Figur, die Angst und Schrecken unter den Bewohnern Londons verbreitet. Die Lektüre dieses Journalisten ist alles andere als erheiternd.
Guten Abend. Ein Bier für mich und eins für Sie. Ich suche nach einem Journalisten, einem Stammgast von Ihnen. Bulling ist sein Name. Na, klingelt's? Habe ihn schon seit ein oder zwei Tagen nicht mehr gesehen. Schläft bestimmt irgendwo seinen Rausch aus. Vielleicht ist er ja auch untergetaucht, weil er nie seine Schulden bezahlt. Für welches Blatt schreibt er? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er direkt bei einer Zeitung arbeitet. Sonst würde er nicht die ganze Zeit im Pub herumhängen und sinnlos seine Blätter vollschmieren. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist er den ganzen Tag an diesem Tisch gesessen. Er hat von morgens bis abends getrunken und herumgekritzelt. Am Ende hat er noch gefeiert und ohne die Hilfe eines reichen Typen würde er mir jetzt eine Guinea schulden. Danke, mein Freund. Keine Ursache. Papier und Tintenflecken. Das muss der Tisch sein, an dem Bulling seine Artikel schreibt. Nein. Wenn Bluto mich sieht, könnte das sehr gefährlich werden. Ja, Sir? Das darf sein. Hier bin ich offenbar fertig. Ich muss zurück in die Baker Street. Tom Bulling ist nicht hier, aber meine kleinen Informanten aus der Baker Street könnten ihn bestimmt aufspüren. Also zurück in die Baker Street. Endlich wach, Holmes. Haben Sie gestern von diesem Gauner im Wespennest irgendetwas erfahren? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Und Sie, Watson? Was haben Sie bei Ihrem Studienfreund über den Gebrauchthandel mit weiblichen Organen herausgefunden? Holmes! Nun also... Schon gut, Watson. Ich bin mir sicher, es war ermüdend. Nun, sobald ich auf die mögliche Existenz eines Schwarzmarkts für menschliche Organe zu sprechen kam, wurde die Atmosphäre im Krankenhaus angespannt. Diese Stille verrät uns im Moment mehr als alles andere. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der Handel mit einem außergewöhnlichen Organ wie der Gebärmutter von Annie Chapman in medizinischen Kreisen unbemerkt geblieben wäre, sofern dies wirklich der Fall war. Mein Studienfreund und ich sind der gleichen Ansicht. Er meint, dass jegliche Form von Organhandel unmöglich und überhaupt nicht notwendig sei. Allerdings hatte er auch Beunruhigendes zu berichten. Das unerklärliche Verschwinden mehrerer Leichen aus der Leichenhalle des Krankenhauses. Er hat nichts dagegen, wenn ich versuche, der Sache nachzugehen, vorausgesetzt, ich handle diskret. Und das hier habe ich in einem Geheimversteck gefunden. Interessant. Eine verschlüsselte Nachricht. In der Tat. Und sehen Sie, das Symbol einer wohlbekannten Enzyklopädie namens Spartacan befindet sich darauf. Vielleicht hilft uns das dabei, die Nachricht zu entziffern. Danke, Watson. Sind Sie heute Abend noch unterwegs? Ich habe einem neuen Patienten versprochen, ihn heute noch zu untersuchen. Captain Stanwyck ist sein Name. Und er wohnt gleich hier um die Ecke. Vielleicht bin ich wieder zurück, bevor Sie diese mysteriöse Nachricht entziffern. Gut. Ich muss die Wörter der verschlüsselten Nachricht entziffern, ja, die Watson im London Hospital gefunden hat. Das war jetzt was wie Galgenmännchen. Gut. Ich muss die... Richtig. Achso. Das Symbol der Spartaker-Enzyklopädie. Ja. Spartaker-Enzyklopädie. Nee, die nicht. So. Ach so, ja, genau. Das ist eins, also haben wir hier... Ah, sehr schön. Gut, die sind dann auch richtig. Wie viel Zeit? 2 Minuten habe ich noch. Das dürfte die 5 sein. Richtig. VVI. Das ist XV3. Das ist das R dann. Das ist die 6 und die 4 ist direkt daneben.
Moment. Hier. Kam die hin. Und... der kam hier hin. Das dürfte VV. VV gibt's im Lateinisch nicht, also ist das XX. XV. Ah, Moment, XV. Da, O. Tote. XIV. N. Neue. Also das mache ich auf jeden Fall noch zu Ende. Neue Auftrag. Tote Frau. Ja, Moment. VII. Das ist XII. Ach nee, da kommt ein I hin. Lieferung XX3. W und das ist V und 8, das ist eine römische 8. Warrett Dale 17. Elementar. Voila. Neuer Auftrag. Tote Frau, Lieferung Waldale 17. Gut. Jetzt weiche ich das mal eben ab. Mein lieber Watson, ich kann Ihnen für Ihre Ermittlungen nur mein Lob aussprechen. Diese Nachricht bestätigt ohne Zweifel, dass in London organisiert mit Leichen gehandelt wird. Mein Gott, wie entsetzlich! Watson, wir müssen uns zu der Adresse aufmachen, von der in dieser Nachricht die Rede ist. Ich schlage vor, Sie nehmen Ihre Waffe mit. Ich habe sie bei mir, seit wir in dieser Angelegenheit involviert sind, Holmes. Ich werde mich wieder als Arbeiter tarnen. Man kann nie wissen. Aber was ist mit mir, Holmes? Bleiben Sie so, Watson. Zur Not geben Sie sich als mein Arbeitgeber aus. Suchen Sie die Wharfdale Road auf der Karte von London, Watson. In Ordnung, Holmes. Gut, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Again Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Bis dahin.